Ich habe es geschafft, mein erstes React aufgenommen, beziehungsweise meinen ersten Livestream nach einer Sommerpause gemacht, habe ein paar Videos geschaut, habe das mal mitgeschnitten und hier das erste Video, was ich zusammengeschnitten habe, meine Reaction auf Sony wurde gehackt 2018 wegen einem Film, sehr, sehr interessant, ein Video von Simplicissimus, Originalvideo und Kanal unten in der Beschreibung, könnt ihr euch gerne mal anschauen, solltet ihr euch anschauen, ist sehr interessant. Viel Spaß damit und ich freue mich natürlich, wenn ihr wiederkommt oder hier bleibt. Bis dann. Tschüss und ab. Das ist der Film The Interview aus dem Jahr 2014. Seth Rogen und James Franco spielen in der Komödie zwei Journalisten, die Kim Jong-un, den obersten Führer Nordkoreas, um die Ecke bringen sollen. You want us to kill the leader of North Korea? Yes. Das ist mit hoher Wahrscheinlichkeit auch der Grund, warum Sony Pictures, eines der größten Filmstudios der Welt, gehackt wurde. Und zwar vom nordkoreanischen Geheimdienst. Der Sony Pictures Hack ist einerseits ein 5-Sterne-Hollywood-Drama mit peinlichen E-Mail-Verläufen zwischen den mächtigsten Menschen der Industrie. In one, Rudin calls Angelina Jolie a spoiled brat who he has no desire to make a movie with. Dazu kommen geleakte Filme, Mitarbeiterdaten und gewaltige finanzielle Schäden. Several blockbuster movies ended up online, most of them before they've even hit theaters. Der Hack wirft andererseits aber auch große politische Fragen über Zensur auf und was digitale Kriegsführung eigentlich genau ausmacht. We cannot have a society in which some dictator someplace can start imposing censorship here in the United States. Nicht zuletzt liefert der Angriff faszinierende Einblicke in die Arbeitsweise nordkoreanischer Hacker. The Interview ist Nordkorea früh ein Dorn im Auge. Bereits im Juni 2014 beschwert sich das Land bei den Vereinten Nationen. Die USA würden dadurch, dass sie die Produktion des Filmes erlauben, zu Terrorismus aufrufen. Die Komödie sei eine kriegerische Handlung. Das Land droht mit entschlossener und gnadenloser Vergeltung, sollte der Film dennoch veröffentlicht werden. So richtig beunruhigt das niemanden. Der Film soll wie geplant an Weihnachten desselben Jahres in die Kinos kommen. Bei Sony Pictures diskutiert man intern allerdings schon, wie überzogen und brutal leitende Figuren des nordkoreanischen Regimes auf der Leinwand sterben sollen. Denn die Muttergesellschaft hinter dem Filmstudio stammt aus Japan. Und dort betrachtet man Nordkorea allein aufgrund der geografischen Nähe als reelles Sicherheitsrisiko. Doch zu diesem Zeitpunkt ahnt niemand, der Typ, wie Alter. Ernst es Nordkorea wirklich ist. Irgendwann in den kommenden Monaten verschaffen sich nordkoreanische Hacker unbemerkt Zugang zum Netzwerk von Sony Pictures. Wahrscheinlich senden sie Mitarbeitern E-Mails mit dubiosen Links oder Anhängen und schaffen es so, in die ersten Computer einzudringen. Die Hacker spionieren Sonys Netzwerk über Monate hinweg aus. Sie finden zahllose Passwörter. Teils, ohne Witz, Sony Pictures, klein und zusammen. Sie schauen sich auch an, welche Software intern genutzt wird, welcher E-Mail-Service und wo wertvolle Dateien wie Mitarbeiterinformationen oder Filme aufbewahrt werden. Sie lassen sich Zeit und planen alles sorgfältig. Währenddessen rückt die Veröffentlichung des Films immer näher. And the interview opens in theaters on Christmas Day. We'll all see what happens. Dann, als die Mitarbeiter von Sony Pictures am Montag, den 24. November 2014 ins Büro kommen, sehen sie nur diese Nachricht auf ihren Bildschirmen. Sie seien von einer Gruppe gehackt worden, die sich Guardians of Peace nennt. Die Wächter des Friedens behaupten, sie hätten alle Daten und Geheimnisse des Unternehmens gestohlen. Ich kann mich da noch dran erinnern. Mit Veröffentlichungen sollte das Unternehmen ihren Forderungen nicht nachkommen. So gut wie alle PCs und Server von Sony Pictures wurden von einer speziell dafür programmierten Schadsoftware gewiped. Das heißt, alle Daten auf den Computern wurden vollständig gelöscht. Die digitale Infrastruktur des Filmstudios existiert quasi nicht mehr. Mitarbeiter müssen auf Whiteboards arbeiten. Das Management-Team kriegt Was alte nun? Blackberries aus dem Keller. Niemand ist sich zu diesem Zeitpunkt sicher, wie viele Dokumente und Dateien die Hacker wirklich erbeutet haben. Dann starten die Leaks. Was für Filme mag Obama? Ich bin gespannt. Days later, five of Sony's feature films leaked online. Together, the pirated Sony movies have been downloaded more than 2 million times. Es beginnt mit 5 Filmen. 4 davon waren noch nicht mal im Kino.
Eine Woche nach der Nachricht auf den Bildschirmen veröffentlichen die Hacker die Gehälter der Geschäftsführung. Darauf folgen Scans der Reisepässe bekannter Schauspieler, Filmbudgets und Sozialversicherungsnummern von Mitarbeitern. Innerhalb von Sony breitet sich Panik aus. Oh my God! Okay, it's happening! Stay f***ing calm! In den Medien wird bereits seit Tagen spekuliert, dass möglicherweise Nordkorea hinter dem Angriff stecken könnte. Der Staat bestreitet natürlich jegliche Beteiligung, nennt den Hack aber eine gerechte Tat. James Franco und Seth Rogen lassen sich derweil nicht einschüchtern. An hour ago, they released some of our private photos from our phones. What? Oh my God, what? Which photos? All of them. Die Guardians of Peace fordern jetzt ganz explizit, dass The Interview nicht veröffentlicht werden soll. Das habe ich überhaupt nicht mitgekriegt, das ist so krass war. Bezeichnet. Als nächstes veröffentlichen die Hacker alle E-Mails der Sony Pictures Co-Vorstandschefin Amy Pascal. Das Filmstudio steht endgültig in Flammen. This is fine. In einer E-Mail an Pascal bezeichnet Produzent Scott Rudin Angelina Jolie als verwöhntes, kaum talentiertes Kind. Ein weiterer Nachrichtenverlauf der beiden enthält rassistische Witze über Barack Obamas Filmgeschmack. Fast jeder in der Sony Pictures Chefetage wird in den folgenden Wochen und Monaten seinen oder ihren Job verlieren. Dann kommt der 16. Dezember. Der geplante Kinostart von The Interview steht kurz bevor. Journalisten bekommen eine E-Mail von den Guardians of Peace, in der sie explizit mit Terrorangriffen auf Kinos drohen, sollten diese den Film zeigen. Obwohl die Drohungen vom FBI als haltlos eingestuft werden, entscheiden sich die großen amerikanischen Kinoketten, den Film nicht ins Programm aufzunehmen. Oh krass. Sony sagt den Kinostart dann vollends. Ich habe das alles überhaupt nicht mitbekommen, dass das so abging. Also Sony-Hack, ja, bla, ja, alles passiert und so, aber dass es so abging, habe ich nicht mitbekommen. Krass, krass. Ab. Gleichzeitig beschuldigt die amerikanische Regierung, Nordkorea nun ganz offiziell hinter dem Angriff zu stecken. Niemand weiß zu dem Zeitpunkt, warum sie sich so schnell so sicher sind. So oder so. Plötzlich kriegt das ganze Hollywood-Drama eine äußerst ernste politische Dimension. Es geht um Zensur, darum, einen Diktator nicht gewinnen zu lassen. Obama äußert sich. Er verspricht Vergeltung und bezeichnet das Absagen des Kinostarts als Fehler. Schließlich wird der Film doch in einzelnen Kinos und online veröffentlicht. Puh, treten wir mal einen Schritt zurück. Die Frage, die ich mir stelle, haben die eigentlich Internet? Die haben doch überhaupt kein Internet in ihrem Land, ne? Also Internet muss ja irgendwie dahin gebracht werden. Es gibt ja irgendwelche riesen dicken Kabel, die von Europa nach Amerika gehen und dorthin, aber die, dann sitzen die halt irgendwo, ne, und machen das Internet kaputt. Krass. Okay, Nordkorea hat Sony Pictures gehackt. Aber wer genau? Wie funktioniert sowas? Nordkorea ist doch berühmt dafür, kaum Internet und Computer zu haben. Zoomen wir raus aus Hollywood und schauen ans andere Ende der Welt. Nach Dalian. Ja, wird's erklärt. Okay. Nordkoreas Cyberarmee. Kurz nach dem Hack ist ein Dokument der NSA gelegt, das erklärt, warum die USA Nordkorea so schnell beschuldigen konnten. Der amerikanische Geheimdienst hat die nordkoreanische Hacking- und Cyberinfrastruktur über Jahre hinweg ausspioniert. Schon lange vor dem Sony Pictures Hack. So konnte man den Angriff schnell zuordnen. Jahre später hat das amerikanische Justizministerium außerdem mehrere Anklageschriften veröffentlicht, die lange unter Verschluss gehalten wurden. Das FBI hat auf der Basis der NSA-Spionage diese drei Nordkoreaner als Täter identifiziert. Laut der Behörde habe Park jahrelang für das Unternehmen Shosun Expo Joint Venture in Dalian in China gearbeitet. Das Unternehmen sei eine Tarnung für das Lab 110, ein Teil des nordkoreanischen Geheimdienstes. Vermutlich konnten Park und seine Kollegen ihre Spuren im chinesischen Internet leichter verwischen. Nach erfolgreichen Missionen kehren die Hacker laut einigen... Aber das chinesische Internet ist auch Kack, oder? Das chinesische Internet wurde auch sekündlich überwacht. Da geht ja auch nix, ohne dass die das oben nicht wissen. Also wissen die das oben? Also die Chinesen meine ich. Vielleicht haben sie auch mitgemacht. Vielleicht stützen die das. Keine Ahnung. Auch schon krass, ne? Ein Land, was praktisch kein Internet hat, hackt von einem Land aus, was total überwachtes Internet hat. Berichten dann anscheinend zurück in die sichere Heimat.
Alle drei Täter im Fall des Angriffes auf Sony Pictures seien laut dem FBI Teil der sogenannten Lazarus-Gruppe. So wird ein besonders berüchtigtes Kollektiv von Hackern genannt, das augenscheinlich Teil des nordkoreanischen Militärs ist. Das FBI ordnet dieser Gruppe und den drei Tätern zahlreiche weitere Verbrechen zu. Dazu gehören digitale Banküberfälle im ganz großen Stil, der Diebstahl von Kryptowährungen im Wert von Millionen von Euro und Erpressung mit Ransomware. Dabei werden Computer durch Schadsoftware verschlüsselt und so lange unbrauchbar gemacht, bis ein Lösegeld gezahlt wird. So ist der gewaltige Sony Pictures Hack nur ein Bruchteil der Verbrechen, die diese Hacker mutmaßlich begangen haben. Wie reagiert man, wenn Nordkorea ein Filmstudio hackt? Das Land hat kaum digitale Infrastruktur und in dieser Hinsicht deutlich weniger zu verlieren. Digitale Kriegsführung Und vor allem kann man ja nicht zurückhacken. Wenn die keine Computer haben, kannst du, da machst du halt nichts, ne? Die sitzen da vor ihrer Erika-Schreibmaschine und, keine Ahnung. Krass. Aber echt krass. Macht mir ja Angst, tatsächlich, sowas. Macht mir wirklich Angst. Geschieht oft im Geheimen. Es gibt kaum Regeln. Gleichzeitig wird diese Art von Schlagabtausch immer wichtiger und omnipräsenter, je digitaler unsere Gesellschaft wird. Und wenn grausame Diktatoren keine Komödien über sich mögen, brauchen Filmstudios nun mal bessere Passwörter und vorsichtige Mitarbeiter. Cheers. Also ganz, ganz ehrlich, ganz, ganz ehrlich. Finde ich abgefahren. Finde ich wirklich, wirklich abgefahren. Gibt's natürlich ein Like. Gib Like.